Dieses Buch liegt mir auch persönlich sehr am Herzen. Es heißt Working Dad, ist geschrieben von einem Top-Unternehmer und erklärt darin, wie Männer eine Vaterrolle aktiv gestalten können, ihre Frauen unterstützen, damit die auch wieder im Unternehmen oder selbstständig tätig sein können. Und das, wie gesagt, auf eine sehr pragmatische Art und Weise. Der Autor Roman Geider ist selbst ja hochrangiger Manager eines weltweit tätigen Konzerns, hat sich hochgearbeitet, mittendrin sogar auch sozusagen mit seiner Frau Zwillinge bekommen, was ja eben auch ein bisschen mehr Arbeit ist als jetzt vorher mal gedacht, und hat sich eingebracht und kann das auch glaubwürdig schildern, wie hart das war und inwiefern es eine Vereinbarkeitslüge gibt, aber eben doch auch Möglichkeiten gibt, ja, Familie und Beruf auch erfolgreich hinzubekommen. Führungskräfte lernen, wie sie mit ihren Leuten umzugehen haben oder umgehen sollten. Die selbst in der Rolle sind, nehme ich Elternzeit oder nicht, lernen hier, was sind Argumente, wie solltest du agieren. Die Mütter lernen einiges, die Väter lernen einiges, aber vielleicht nimmt auch der ein oder andere Politiker wahr, was man in der Hinsicht alles noch an Rahmenbedingungen besser schaffen kann. Eine wesentliche Stärke des Buches ist, wie ich finde, der große Pragmatismus. Der Autor ist selbst Manager. Von denen hat man noch nicht so wahnsinnig viele Bücher über dieses Thema gelesen. Wiederum eine kleine Schwäche. Das Thema ist natürlich nicht unterversorgt mit der ja, Postings auf LinkedIn und wo auch immer in den sozialen Medien mit auch Büchern dazu. Deswegen ist nicht alles brandneu, was da drin steht. Das muss man fairerweise sagen. Aber unterm Strich finde ich, wer noch nichts über das Thema gelesen hat, sollte hier getrost zugreifen.